Ja, ich bin hier in der Stubenhocker. Stubenhocker. Robert. Ah, ich hab den Riss wiedergefunden. Was? Ein Riss, den? Den Riss vom Anfang. So. Den hab ich wiedergefunden. Würstchen. So ein Hunger. Das klingt ja nicht mal. Ja. Ich hab Eisen an der Oberfläche gefunden, aber ich hab keine Spitzhacke. Das ist schlecht. Da bringt's dir nichts. Das stimmt, aber ich hab ein Schwein gefunden. Habt ihr jetzt schon was gebraten? Ja. Nö. Ich bin nicht mehr zu Hause. Aber ich brauch selber erstmal was, weil ich hab nur noch. Ah, ich hab noch ein Essen. Ah. Das wäre jetzt irgendwie episch, wenn Tobias jetzt stirbt, weil er jetzt verhungert. Ja, ich hab schon halbes Set nicht verloren, weil ich so doof bin. Ich hab jetzt noch 3 Keulen. Ich hab auch 2,5. Ich bring euch jetzt Blümchen mit. Ich hab noch 9. Was haben wir mit Blümchen? Wir können jetzt einen Blumentopf machen. Haben wir sechs Leben. Wem braucht man dafür, ne? Ja, das ist, wir haben eine See, darunter ist Leben. See unseren Tempel, wenn es unserer ist. Ja, das ist unserer. Schade. Da gibt's das so viele von, ne? Findest du wie Sand am Meer? Im Meer oder am Meer? Am Meer. Diese sinnlose Frage. Aber eigentlich haben wir mega Glück. Ja. Dass ihr mich habt. Sonst bist du ja immer ganz nützlich mit Gold suchen und so, aber bis jetzt hast du ja noch nicht viel gefunden, ne? Ja, weil ich jetzt nicht mehr Strip meine, sondern hier mal für die Grundlagen sorge, weil Tobias hat zu doof ist, um Fleisch zu sammeln. Ich hab Fleisch gesammelt, ja, da ist jede Menge. Die 5 Stück. Die 5? Ich hab jetzt gerade jede Menge gegessen, hab noch viel mehr im Inventar und da ist auch noch was im Ofen. Boah. Ja. Also, hör mal auf dich zu beschweren. Wo sind da die restlichen Treppen? Hatte ich nicht noch welche übrig? Die hab ich. Taubenriss, ja. Egal. Ah, da ist ein Riss. Nein, nicht egal, die will ich dir wiedergeben. Wo bist du? Ich glaub, das ist ein anderer Riss. Ich hab mir selbst neue gebaut. Ich glaub, das ist ein anderer Riss, als wir am Anfang gefunden haben, aber okay. Das gibt Strafe. Eisen. Carsten, hast du schon eine Farm gemacht? Es wird Nacht. Seid ihr alle zu Hause? Nein. Ja. Ja. Hat Tobias gerade Nein gesagt? Ja. Man merkt, den ganzen Haken wieder. Bleib mal draußen. Genial. Ich hab doch gesagt, es gibt Strafe. Ach ja. Hat jemand von euch Eisen? Hast du Eisen, Yoshi? Nope. Aber immer noch 24 Eisen. Ah, das brauche ich nicht mehr. Das auch nicht. Ach, jetzt habe ich vergessen, die Blümchen zu pflanzen. Schlecht. Was machst du da, Tobias? Das ist immer noch. Was macht der Tobias da? Ich sterbe jetzt wahrscheinlich gleich. In der Wand. Wieso? Ja, nicht in der Wand, weil Nacht ist. Na, direkt am Anfang raus, ja, das wär's. Da ist ein Creeper. Ich geh mal wieder Strip meinen, ne? Juhu und so. Grab dich ein. Ja, grab dich ein. Hier ist aber überall Wasser. Ich will eh keinen. Geh dich verbuddeln. Jetzt fällt ein Creeper auf mich rauf, ne? Ich wollte essen und aus der Tür rausgucken und dann. Boah, da wollte ich direkt zumachen und dann geht die Tür auf und dann habe ich dasselbe. Alter! Hab ich dasselbe mit dem Ofen gemacht und dann schon wieder mit der Tür. Ach, hier ist die Höhle. Ach, hier ist ein Riss. Wo bleibt Tobias? Hast du dich jetzt vergraben oder nicht? Ja. Dann geh dich verbuddeln. Ich kann mir sogar Licht machen, fällt mir gerade auf. Okay, das bringt irgendwie jetzt nicht so viel, aber okay. Alter, so ein Riss macht voll. Guck mal, ich hab hier einen Schalter und Redstone-Leitung. Das gibt ein bisschen Licht. Cool. Irgendwie muss der Gang eins höher, damit man schneller runterkommt, oder? Ich erkund grad mal den Riss hier, ne? Hoffentlich verreckst du. Ist okay so. Oder du bringst Gold mit, das geht auch. Also ist dir lieber? Gold. Okay. Aber beides wäre am schönsten. Da oben ist Gold, ich sehe Gold. Es wird aber übel schwer dahin zu kommen.
Dann lass es. Ah, no risk, no fun. Ich schwimme einfach die Lava hoch. Das schaffst du, das schaffst du. Ui, das macht Spaß. Machst du eigentlich? Merkt man dir richtig, ja. Ich baue hier gerade den Gang höher, damit man schneller die Treppen runterkommt, wenn man irgendwie immer noch dagegen knallt. Diamanten. Minecraft ist ja schon ein brutales Spiel, ne? War ein Scherz. Ach, freue ich mich. Ach ja, wir könnten mal langsam so erwähnen, ne? Keine Ahnung, wie viele Minuten wir jetzt schon sind, ne? Dass wir zuerst die Lohn holen müssen, ne? Wegen Lohnstäben und Baustand und so. Und Feuerresistenztränke. Wir brauchen erstmal Rüstung. Und Rüstung. Und Melonensamen für halt. Wir brauchen davor erstmal ein Netherportal. Und ein Netherportal. Nee, kommen wir später. Aber ja, das werden wir sowieso gießen und nicht selbst bauen, würde ich sagen. Ja. Ja. Diamantenverschwendung. Und, ja, also, wir werden wahrscheinlich erstmal eine Mine suchen gehen. Und dann ins Nether. Kann mir mal einer sagen, was für eine Tageszeit gerade so ist? Nacht. Tobit. Ja? Kommst du mal bitte wieder zurück? Damit ich das hier zubauen kann. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass wir sonst hier alle gleich draufgehen. Quatsch. Sag mal Bescheid, wenn ihr Wasser gefunden habt, unterirdisch oder jetzt so. Jetzt bin ich ernsthaft für einen Goldblock hier hochgegangen, würde ich verarschen. Ach komm, hier muss mehr sein. Hier ist eine Mine mit einer Kiste, hier ist direkt eine Kiste, die hol ich jetzt. Lol. Hier ist direkt eine Kiste dran. Das wäre jetzt so lachhaft, ne, wenn wir jetzt echt direkt am Anfang Melonensamen finden. Lol, aber hier ist direkt eine Mine, das ist übel geil. Hast du keine gefunden dran? Geil. Hä? Hast du in der Kiste keine gefunden? Ich gucke jetzt gerade, ich muss mich einfach zur Kiste graben. Achso. Ganz vorsichtig. Oh scheiße, du hast Mann. Zeit. Hab ich? Ja, hast du. Hast du. Und Rückendeckung von uns. Wir stehen hinter dir, ganz weit hinter dir. Weit hinter dir. Ihr seid aber nett. Was wollte ich jetzt nicht? Ich hab noch nicht mal ein Schwert, Leute. Da brauchst du auch nicht, um eine Kiste aufzumachen. Hier sind denn übertrieben viele Zombies. Das ist wohl wahr, was Tobias sagt. Tobias ist ja auch ein Prophet. Hat man einer Wasser für mich? Irgendwo unterirdisch oder ist hier direkt irgendwo ein See oder so? Ich muss erstmal für kleine Prinzessinnen. Schon wieder? Schwul. Mir war irgendwie zu heiß, da jetzt rauszugehen. Ja, wie viel Tageszeit ist. Wie viel Tageszeit? Wie viel Tageszeit? Reicht dir die Antwort nachts? Ja, die reicht mir. Oh, wo der Mond steht. Das ist mir echt egal, weil ja, ich bin jetzt hier gerade. Warum fragst du dann? Verbuddelt und kann sowieso nichts tun. Außer die ganze Zeit Tobit zuzugucken. Aber da der jetzt gerade für ganz, ganz, ganz kleine Prinzessinnen ist, kann ich gerade gar nichts machen. Außer Joshua zuzugucken. Und das ist irgendwie voll langweilig. Danke. Strip Mine ist doch gar nicht so langweilig. Nur weil Tobit viel wieder auf Action macht, ne? Ja. Der wäre viel interessanter als du. Aber direkt eine Mine auf jeden Fall. Haben wir das Problem schon mal nicht. Ja, und dann suchen wir die ganze Mine und finden keine Melonensamen. Boah, ey, das wird wahrscheinlich eh so sein. Ja, bei unserem Glück. Ist ja meistens so. Ja, das ist so, wie Tobi das einmal hatte. Der geht um die Ecke und findet eine Biene mit einer Truhe und dann direkt Löwen so und Samen. Das wäre dann genau so jetzt. Auch wieder. Aber lassen wir uns mal überraschen. So, da bin ich wieder. Ich wette, der lockt sich jetzt ein und dann stirbt er direkt. Ja, in der Wand oder so. Ich so unter der in der Wand jetzt. Hat der Greg so neben so einem Creeper oder so? Nope. Schade. Wie immer sagt Gold, dass ich sterbe. Nee, ich will nicht, dass du stirbst. Du sollst erstmal noch ein paar Sachen aus der Mine holen. Du riskierst halt ein bisschen viel. Muss man doch bei diesem Spiel. Ja, Melonsamen. Jawohl. Nice. Und zwei Diamanten. Oh, fängt ja gut an. Alter. Warum geht das Alter. Raus? Sofort wieder raus. Soll ich? Ja. Aber können den Rest der Mine noch erkunden später. Ja. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Doch, für Gold, da ist immer viel Gold drin. Ja, das würde ich echt erst machen, nachdem wir Heiltränke haben. Ja, wir brauchen für Heiltränke Gold, du. Ja, aber nicht so viel. Ja, irgendwie nicht. Ich glaube, das lohnt sich nicht.
Muss doch langsam mal Tag sein. So, Joshua, ne? Und jetzt stell dir mal bitte vor, ich wäre hätte nicht zu diesem, hätte mich nicht zu dem Goldblock gegraben, hätte nicht diese Mine gefunden. Ja? Warte ab, bis du wieder hier bist, ne? Ich bin schon wieder da, du. Schade. Kann denn jetzt mal bitte wieder Tag werden? Ja, ist echt so. Ist eigentlich voll egal. Irgendwie höre ich gerade extrem viel Lava. Hast du schon eine Farm gebaut, Carsten? Lol. Da ist irgendwo ein Zombie bei uns an der Tür. Carsten. Hast du schon eine Farm gebaut? Oh, hier ist der Riss. Ah, hier ist echt schon eine Farm gebaut, lol. Ja, ich habe schon eine Farm gebaut, aber ich brauche Wasser. Ja, das stimmt wohl. Hier ist jede Menge Wasser. Hast du schon Eimer? Ja, Eimer habe ich. Wo ist Wasser? Draußen bringt's mir nichts. Ein Gold haben wir. Kann es sein, dass Risse immer bis auf die 12. Stelle runtergehen? Ja, irgendwie so. Bist du zum Riss drin? Nein, aber wenn ich zum Riss hingrabe, dann bin ich genau auf derselben Höhe. Das ist ein Zombie. Und egal, wo ich grabe, überall höre ich Lava. Ich höre keine Lava, ich höre rein gar nichts. Ich bin hier irgendwo. Ich höre nur dein Gelaber. Ja, das sollst du ja auch. Ja, steh, ne? Immer passiert das mir. Was denn? Er hat gerade so gegraben und direkt vor dem was in Lava sehe. Ich bin nicht der Erste, der stirbt, das könnt ihr vergessen. Es wird Tag. Ich hab einen Bogen mit Pfeilen. Endlich wird's echt? Tag, ey. Jo. Ich hab 17 Pfeile. Boah, ich hab über die ganze Nacht nicht mehr Essen verloren. Ach, Turbelt, möchtest du nicht Stripmine gehen? Nö, ich geh jetzt in die Mine. Was? Nein, du hast noch eine Same im Inventar? Ja, ich. Aber ja, kann ich schon rausgraben. Hat irgendjemand Samen im Inventar? Ja, kannst du. Kannst dich rausgraben. Das ist hell der Tag. Carsten, da sind jetzt Melonensamen und alles drin in der Kiste da, ne? Ja, nehm ich nur raus. Das erste, der Kürbis, was ich finde, Kürbis kannst du auch anbauen, die Kürbissamen. Ne, ich hab ja schon Eisen geworfen. Ja, das ist die Spinne. Ich will nicht zu der Spinne, auch wenn es jetzt sagt, wenn ich umgehe.